Seit langem hat Spanien wieder einen konkurrenzfähigen Kader. Neben ihren Youngsters wie Lamine Yamal, Pedri oder auch Nico Williams haben sie zudem extrem erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Carvajal, Rodri oder Alvaro Morata. Und auch in den letzten Spielen hat man sich von ihrer besten Seite gezeigt. Nur 2 Niederlagen aus 15 Spielen. Eine sehr positive Bilanz, die Spanien sicherlich zu den Top-Favoriten macht. Doch hat sie auch das Zeug dazu, nach über 12 Jahren Europameister zu werden? In diesem Video werden wir klären, wie stark der Kader von Spanien tatsächlich ist, was ihre Stärken und Schwächen sind, meine Prediction für die Europameisterschaft und schlussendlich natürlich auch die Aufstellung. Die spanische Nationalmannschaft ist schon lange nicht mehr die Nationalmannschaft, die sie mal war bzw. die ich mal kannte. Früher bestand der Kader fast nur aus Barca- und Realspielern. Heutzutage ist es nicht mehr so. Heute ist die Beteiligung deutlich mehr verstreut. Man hat deutlich mehr Spieler von mehreren spanischen Mannschaften, ob es jetzt Sevilla ist, ob es jetzt Real Sociedad ist, ob es jetzt Real Betis ist und dann noch gewisse Legionäre von City, von Chelsea oder auch von Paris. Und auch bei den Marktwerten hat sich einiges geändert. Bei der Euro ist man nur an 4. Stelle mit einem Gesamtmarktwert von 965 Millionen. Wie ihr sehen könnt, ist natürlich England an 1. Stelle mit 1,52 Milliarden. Frankreich folgt auf Platz 2 mit 1,23 Milliarden und an 3. Stelle haben wir Portugal mit 1,05 Milliarden. Zu den teuersten Spielern von Spanien gehören folgende Spieler. Rodri haben wir als teuersten Spieler auf Platz 1 mit 120 Millionen. Der Stand jetzt beste Sechser der Welt, der wirklich wieder eine krasse Saison bei Man City gespielt hat. Dann haben wir noch das 16-jährige Top-Talent aus Barcelona, Lamine Yamal, mit einem Marktwert von 90 Millionen. Dann folgen Pedri, Nico Williams, Dani Olmo und so weiter. Ihr seht, der Kader ist vollgepackt mit guten, jungen, erfahrenen, talentierten und interessanten Spielern. Ich muss aber gestehen, bei den letzten Turnieren war ich nicht so gehypt von der spanischen Nationalmannschaft. Da hatte ich auch nie so das Gefühl, Spanien hat jetzt richtig Bock, da etwas zu gewinnen. Aber bei dieser EM ist es anders. Klären wir doch gleich mal, auf welche Spieler wir besonders achten müssen. Player to watch ist für mich ganz klar Lamine Yamal. Im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen war er der jüngste Spieler in der Geschichte des FC Barcelona, der in der La Liga eingesetzt wurde. Mit 16 Jahren und 57 Tagen ist er auch bei Spanien der jüngste Debütant aller Zeiten. Da er direkt ein Tor gegen Georgien erzielte, hat er auch den Titel des jüngsten Torschützen des Nationalteams inne. Mehr Superlative geht kaum. Zudem ist er nicht nur bei Spanien gesetzt, sondern auch beim FC Barcelona. Des Weiteren könnten auch die Spieler Nico Williams sowie Fermin Lopez extrem interessant zum genauer Hinsehen sein. Starplayer? Schwierig zum sagen. Packt man da einen Rodri rein? Packt man da den 16-jährigen Lamine Yamal rein? Ich weiß es nicht. Daher schreibt mir gerne in die Kommentare, wer für euch der Starplayer von Spanien ist. Würde mich sehr interessieren. Ist es für euch auch Rodri oder auch ein Lamine Yamal? Oder wer komplett anderer? Ist es vielleicht Morata oder Carvajal? Was gibt's eigentlich zum Trainer von Spanien zu wissen? Luis de la Fuente arbeitet seit Ende 2022 in seiner Funktion als Nationaltrainer. Der 62-Jährige hatte von Luis Enrique übernommen und hat vor allem Erfahrung in der Jugendarbeit im spanischen Verband gesammelt. 2015 gewann de la Fuente mit der U19 den EM-Titel. 2019 gelang ihm das mit der U21 und er feierte natürlich den Nations League Titel vor ein paar Monaten mit dem A-Nationalteam. Seine Arbeit wird vom spanischen Verband hoch angesehen, deswegen hat man seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Den Kader haben wir uns jetzt so grob angesehen. Nun natürlich auch interessant, wie Spanien wie De La Fuente aufstellen würde. Im Grunde hat man hier 2 Optionen, wo auch die Formationen unterschiedlich sind. Beginnen wir mit der Option A. Unai Simon ist für mich ganz klar gesetzt. Ich glaube, da wird es keinen drum herum geben. Er wird der Torhüter bei der EM sein. Links hinten haben wir ganz klar Grimaldo. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Dann haben wir Lenormand von Real Sociedad. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich denke, dass er in der Innenverteidigung spielen könnte mit Nacho eventuell. In der Option B haben wir dann einen anderen Innenverteidiger, auch sehr interessant, und rechts hinten wird auch ganz klar Carvajal gesetzt sein. Das heißt, hier könnte sich in der Innenverteidigung eventuell etwas tun. Dann haben wir einen Sechser. Einen Sechser, das wird ganz klar Rodri sein, da gibt es auch kein Wenn und Aber. Das wird er sein, Busquets ja nicht mehr bei der Nationalmannschaft mit dabei. Daher hat man hier wirklich den Top-Nachfolger eigentlich. Davor haben wir die 2 Achter mit Pedri und mit Fabian Ruiz. Auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Da ist man wirklich sehr gut aufgestellt im Mittelfeld. Ich finde, da hat man wirklich eine sehr, sehr gute Mischung aus diesen 3 Spielern. Und vorne wird es sehr, sehr interessant.
Am linken Flügel haben wir Nico Williams, wird ganz klar gesetzt sein, hat sich auch wirklich sehr, sehr gut geschlagen in der Nationalmannschaft. Und rechts am Flügel haben wir natürlich das Supertalent Lamine Yamal. Auch wirklich sehr, sehr gut gespielt, vor allem jetzt auch in den Vorbereitungsspielen. Wahnsinn, der Typ schon mit 16 Jahren so aufzuspielen, ist wirklich verrückt. Das macht er nicht nur beim FC Barcelona, sondern auch in der spanischen Nationalmannschaft. Und das mit 16 Jahren. Und vorne haben wir Alvaro Morata. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von ihm, aber man muss wirklich sagen, bei Spanien macht er seinen Job wirklich gut. Was Morata extrem stark macht, diese Ballbehauptungen, vor allem auch die Kopfbälle. Ihr seht, Nico Williams, Lamine Yamal hauen noch sehr, sehr viele Flanken rein, die kommen auch immer sehr, sehr gut an. Und da hast du dann einen Alvaro Morata, der auch mit diesen Bällen was anfangen kann. Daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Die Aufstellung sieht für mich sehr, sehr gut aus. Und es gibt aber auch eine Option B, die ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen könnte. Das wäre dann natürlich auch eine andere Formation. Von diesem 4-3-3 wechseln wir jetzt zu diesem 4-2-3-1 System. Das auch meiner Meinung nach sehr gut funktionieren könnte. In der Abwehr haben wir im Grunde nur einen Wechsel. Das könnte Laporte anstelle von Nacho sein. Ich bin wirklich gespannt, wie man da aufstellen wird. Zu 100% kann man es noch nicht genau sagen, wer dann schlussendlich spielen wird. Aber ich denke, das ist auch eine Option, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen muss. Dann haben wir zwei Sechser. Zwei Sechser mit Rodri und Pedri. Wobei man bei den zwei Sechser immer einen hat, der eigentlich den Achter macht. Und das wäre in dem Fall dann Pedri. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr gut funktionieren. Rodri ganz klar dann mehr den defensiven Part. Und dann hat man einen Zehner mit Dani Olmo, der da perfekt reinpasst. Stand jetzt soll er leicht muskuläre Probleme haben. Wenn er bis dahin fit sein sollte, kann ich mir auch diese Option sehr, sehr gut vorstellen. Und vorne dann unverändert. Da hat man auch nicht so viele Optionen. Ich finde, dass vorne die drei besten Spieler spielen. An dieser Stelle lässt mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr denkt, dass De La Fuente komplett anders aufstellen könnte oder wenn ihr am besten aufstellen würdet, wenn ihr der Trainer wärt. Leider gibt es auch einige Spieler, die verletzt sind, die im Grunde auch sehr, sehr wichtig für den spanischen Kader wären. Wir haben hier Alejandro Balde, der einen Sehnenriss hat, verletzt seit Januar 2024. Dann haben wir einen weiteren FC Barcelona Spieler mit Gavi, der eigentlich auch ein Schlüsselspieler bei der spanischen Nationalmannschaft. Ihr wisst es, Kreuzbandriss, verletzt seit November 2023. Und dann Jeremy Pino, auch ein Youngster, auch ein Kreuzbandriss. Und auch im November 2023 verletzt. Aber nicht nur Spanien hat mit solchen Verletzungen zu kämpfen, sondern auch viele andere Nationen. Bei den Niederlanden haben wir zum Beispiel Frankie de Jong, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Bei Österreich haben wir David Alaba oder Xaver Schlager. Also ihr seht, da ist im Grunde jede Nation irgendwie beeinträchtigt mit diesen verletzten Spielern. Wie weit denke ich, dass Spanien kommen könnte? Wenn sie wirklich ihren Fußball spielen, wenn sie wirklich das abrufen können, was sie eigentlich können, dann sind sie für mich ganz klar ein Top-Favorit für die EM. Für mich sicherlich auch mit England und mit Frankreich gehören sie zu den Top-Favoriten. Deutschland vielleicht eins darunter, die man auch nie unterschätzen darf. Und dann gibt es natürlich so ein, zwei Geheimfavoriten mit Österreich zum Beispiel. Wir haben uns den Kader angesehen. Man hat extrem viel Qualität, auch extrem viel Tempo an der Außenbahn. Auf der linken Seite haben wir Grimaldo und Nico Williams. Auf der rechten Seite haben wir Carvajal und Lamine Yamal. Im Mittelfeld haben wir auch sehr, sehr gute, routinierte Spieler, die den Ball halten können. Die mit den Bällen noch was anfangen können. Und dann hast du vorne einen wirklich, einen Stürmer, einen richtigen Mittelstürmer, der mit den hohen Bällen und auch mit den flachen Bällen was anfangen kann. Der Kader ist im Grunde auf allen Positionen top besetzt, bis auf die Torwartposition meiner Meinung nach. Unai Simon wird sicherlich gesetzt sein. Für mich kein guter Torhüter. Er hat immer regelmäßig Patzer gehabt und zudem wirkt er für mich sehr, sehr unsicher. Für mich kein guter Torhüter. Aber leider hat Spanien da nicht wirklich deutlich bessere Optionen. Daher ist er für mich eigentlich so die einzige Schwachstelle bei Spanien. Zu den Stärken gehört sicherlich auch die Kaderbreite, die Spanien hat. Man hat einen Fermin Lopez, man hat einen Oyarzabal, man hat Mikel Merino, Ferran Torres, Cucurella oder auch Zubimendi, die man jederzeit bringen könnte. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan vom spanischen Fußball. Daher würde ich mir natürlich wünschen, dass Spanien die EM gewinnt. Das ist ganz klar. Zuletzt hat man ja die EM 2012 gewonnen. Und davor auch die EM davor in 2008. Ich habe beide Europameisterschaften erlebt. Vor allem 2012 hat man da wirklich jede Mannschaft komplett dominiert und auch die Italiener dann im Finale. Das waren schon wirklich andere Zeiten. Aber ich bin wirklich guter Dinge, dass es auch bei dieser Euro gut laufen kann. Was meint ihr, Freunde? Ist Spanien ein Titelanwärter oder glaubt ihr, dass Spanien ihren Ansprüchen nicht gerecht wird und floppt?
Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und Freunde, genießt die EM. Das wird ein Event sein, an das ihr euch ein Leben lang erinnern werdet. Vor allem ist es eine Heim-EM für die Deutschen natürlich. Zuletzt gab es die WM 2006, die auch sehr, sehr speziell war. Und jetzt eben die EM in Deutschland. Genießt es wirklich, genießt jedes Spiel. Ich werde natürlich auch immer Watch-Partys auf Twitch machen, vor allem bei den Top-Spielen. Daher schaut auch gerne vorbei, Barca-Universum auf Twitch. Und ja, Freunde, genießt es. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein und viel Spaß. Ciao, adios.